Ja, zum Abschluss in dem Kapitel möchte ich dann noch eine ganz allgemeine Operation auf Funktionen vorstellen, nämlich das Zusammensetzen von Funktionen. Also das ist irgendwas, was sehr allgemein funktioniert und auch oft sehr wichtig in Anwendungen ist, weil typische Funktionen, die wir haben, sind zusammengesetzt aus einfachen Funktionen. Also ich gebe gleich mal die Definition an. Also zusammensetzen heißt, ich habe zwei Funktionen und bilde daraus eine neue. Also wenn ich Funktionen habe, die ganz allgemein, also f und g sagen wir, und f soll von x nach y gehen und die will ich dann zusammensetzen mit einer anderen Funktion und das heißt dann insbesondere, diese andere Funktion muss definiert sein auf dem y. Also ich brauche jetzt ein y, das halt von, ich brauche ein g, ich nenne die andere Funktion g, ja, die geht dann halt von y in eine andere Menge z. Also ich habe hier drei Mengen x, y und z. Ja, die müssen erstmal nichts miteinander zu tun haben. Die erste Funktion geht von x nach y und die zweite Funktion geht dann von y nach z. Und dann kann ich die zusammensetzen und das nennen wir dann die Zusammensetzung oder die Komposition. Also ich definiere dann, für sowas definieren wir die sogenannte Komposition. Oder Zusammensetzung. Die bezeichnen wir dann mit G Kringel F. Also hier so ein kleiner Kringel. Das ist die Zusammensetzung. Und das ist dann eine Funktion, die geht von x nach z. Also die geht von dem Definitionsbereich der Funktion f zum Wertebereich der Funktion g. Weil die Idee ist, erst gehe ich mit f von x nach y und dann gehe ich mit dem g weiter nach z. Und genauso definiere ich das auch. Also eine Funktion, also meine Funktion g Kringel f, wo ist sie definiert? Die ist definiert in diesem Wert x, also um diese Funktion anzugeben, muss ich halt sagen, was macht die mit beliebigen Element x in der Menge x? Also ich muss sagen, was ist g Kringel f von x? Und das definiere ich halt genauso, wie ich es gesagt habe, nämlich erst, also vielleicht um es nochmal klarer zu machen, ja, mache ich hier eine Klammer. Also das ist eine Funktion jetzt, die wende ich auf das Element x an. Und wie ist sie definiert? Die ist definiert, dass ich erst das f auf das x anwende. Und was da rauskommt, da wende ich halt das g drauf an. Und das mache ich halt für alle x im Definitionsbereich. Und am besten, ja. Halten Sie sich das vielleicht auch mit dem Bildchen. Also ich habe die Funktion f, die geht von x nach y. Dann habe ich die Funktion g, die geht von y nach z. Und die Komposition, die macht jetzt einfach diese Hintereinanderausführung in einem Schritt. Das heißt, ich gehe also gleich hier von dem x zum z mit der Funktion g Kringel f. Ne? Indem ich halt wirklich einfach das hier hintereinander ausführe. Also erst mache ich das f und dann das g. Ich meine, das ist, muss man sich vielleicht auch erst dran gewöhnen. Also wenn ich so rumschreibe, lesen tut man ja von der Seite, wird man denken, erst nehme ich das G und dann das F. Aber wenn man sieht, mit dieser Schreibweise passt es natürlich viel besser zusammen. Also erst nehme ich die Funktion F und dann wende ich die Funktion G an. So. Ja, das ist also die Definition von der Komposition. Und vielleicht will ich da noch eine Bemerkung machen, dass wenn ich eine Funktion habe, und ich habe die Umkehrfunktion davon, also wenn die Funktion bijektiv ist, dann kann ich die natürlich zusammensetzen und da kommt dann natürlich was sehr Einfaches raus. Das ist dann natürlich auch sehr klar, aber vielleicht wollen wir das in dem Rahmen auch formulieren. Also als Bemerkung, ja, wenn ich also eine Funktion f habe, die sagen wir von x nach y geht und die ist bijektiv, dann weiß ich ja, ich kann die Umkehrfunktion bilden und damit kriege ich eine andere Funktion. Ne? Dann habe ich also, wenn die bijektiv ist, kann ich die Umkehrfunktion bilden. Die bezeichne ich ja normalerweise mit f hoch minus 1. Und die geht natürlich umgekehrt. Die geht jetzt von y zum x. Die geht von y nach x. Wenn das also ihre Umkehrfunktion ist, dann habe ich jetzt also zwei Funktionen, die von ihren Werten und Definitionsbereichen auch zusammenpassen. Also f geht von x nach y und das hier geht von y nach x. Das heißt, die beiden kann ich zusammensetzen. Und was da rauskommt, ist natürlich die identische Funktion, die gar nichts macht. Nicht? Weil wenn ich mit der Funktion was mache und ich gehe dann wieder zurück mit der Umkehrfunktion, dann lande ich ja wieder genau da, wo ich ausgegangen bin. Das heißt, die Zusammensetzung ist die identische Funktion. Die macht also gar nichts. Die bildet jeden Punkt einfach auf sich selber ab.
Nicht? Also, wenn ich das habe, so gilt die Komposition, und ich kann die jetzt in beide Richtungen bilden. Ich kann also erst f anwenden und dann f hoch minus 1. Das ist die identische Funktion, dann natürlich auf x. Und ich kann es auch umgekehrt machen, nämlich erst f hoch minus 1 und dann f anwenden. Und das ist die identische Funktion auf y. Also ich sage vielleicht nochmal, was ich mit dieser identischen Funktion meine. Also die identische Funktion auf einer Menge, das ist einfach die Abbildung von der Menge in sich selber, die einfach die identische Abbildung ist, die also jedes Element einfach auf sich selber abbildet. Das ist sozusagen, das ist eigentlich die, ja, eine Funktion, die man für jede Menge bilden kann. Ich meine, es ist natürlich, wenn ich Quadratfunktionen oder sowas nehme, das sind natürlich spezielle Funktionen, das kann ich nur für Zahlen bilden. Ich kann nicht das Quadrat von einer Paprika nehmen, nicht? Aber die identische Funktion, die kann ich auf jeder Menge nehmen, weil ich bilde halt jedes Element einfach auf sich selber ab. Also das ist wirklich eine ganz allgemeine Funktion, oder für jedes x habe ich so eine Funktion. Nicht? Also die identische Funktion ist die identische Abbildung. Das heißt also, diese identische Funktion, wenn ich die auf ein x anwende, kommt einfach das x wieder raus. Nicht? Also das ist eine Funktion, die gar nichts macht. Ne? Sehr einfache Funktion. Nicht? Und das da oben, dass wenn ich also eine Funktion mit ihrer Umkehrfunktion zusammensetze, dass die identische Funktion rauskommt, das ist natürlich klar nach der Definition der Umkehrfunktion. Ne? Ich meine, ich habe ja hier x und y, meine Funktion f geht ja von x nach y und meine Umkehrfunktion geht halt wieder zurück, das f hoch minus 1. Ja. Und jetzt, je nachdem, wo ich starte, also ich kann die beiden Funktionen zusammensetzen und zwar in beiden Möglichkeiten, je nachdem, wo ich starte. Wenn ich hier starte, dann nehme ich erst das f und dann gehe ich mit dem f hoch minus 1 wieder zurück, dann kriege ich die identische Funktion auf y. Ich kann aber auch hier starten und dann mit der Umkehrfunktion starten, dann gehe ich mit der halt nach x und mit der Funktion gehe ich dann wieder zurück und habe hier natürlich auch nichts gemacht. Dann kriege ich die identische Funktion auf y. Na, und das ist genau das, was ich da oben angeschrieben habe. Ja, gut, ich glaube, das war jetzt alles, was ich über Funktionen im Allgemeinen sagen wollte. Und später werden wir dann natürlich auf sehr spezielle Funktionen auf R noch betrachten. Aber das waren jetzt erstmal die Allgemeinen und damit ist dann auch das zweite Kapitel zu Ende.